Hallo, liebe Freunde, Leser, Zuschauer, Kommentatoren. Heute die letzten Nachrichten für das Jahr 2015, beziehungsweise zum Jahresabschluss eine etwas andere Sendung. Dahinter steckt das Bemühen für alle Weltbereiche, die wir auch sonst haben, eine gute Nachricht zu finden, bis auf den Weltfinanzbereich. Die zwei Nachrichten zu Beginn und die gute Nachricht am Ende sowie die zweite gute Nachricht von mir sind so wie immer. Leinfelden echter Dingen. Forscher haben entdeckt, etwas läuft falsch im Einsteins Universum. Galaxien drehen sich zu einseitig und hunderte von Galaxienhaufen strömen auf einen ominösen Punkt zu. Während manche Astrophysiker meinen, die kosmischen Anomalien seien bloß Zufall oder gespenstische Messfehler, wähnen sich andere einem großen Geheimnis auf der Spur. So könnte das Universum ein gigantisches Karussell sein. Und der ominöse dunkle Fluss verweist vielleicht auf gigantische Urknallrelikte jenseits unseres kosmischen Horizonts oder sogar auf andere Universen. Seelenkraft. Unsere Gesundheit hängt nicht nur von äußeren Umständen, sondern vielmehr auch von unserer inneren Verfassung, von unserer Seele ab. Es besteht eine innige Verflechtung des Körperlichen, des Seelischen und des Geistigen. Diese drei Kraftströme fließen zusammen und können nicht isoliert behandelt werden. Nach Hippokrates, dem Vater der Medizin, geht der Krankheit oft eine Gleichgewichtsstörung, eine mehr oder weniger schleichende Störung der Lebensharmonie voraus, die sich in Zerschlagenheit, Mattigkeit, Appetitlosigkeit, Reizbarkeit, Schlafsucht und Schmerzen äußern kann. Auf diese Weise wird klar, dass die Gesundung nur dadurch erwirkt werden kann, indem die Lebensharmonie wiederhergestellt wird. Hierbei spielt die Seele die ausschlaggebende Rolle. VSA. In Naturschutzgebieten in den VSA ist der Einsatz von für Bienen tödlichen Pestiziden ab 2016 verboten. Dieser Beschluss soll landesweit für alle National Wildlife Refuges gelten. In den rund 60 Millionen Hektar großen US-National Wildlife Refuges werden neben den Neo-Inkontinuiden auch gentechnisch manipulierte Pflanzen verboten, bei deren Anbau gefährliche Chemikalien zum Einsatz kommen. Brasilien. Im Süden Brasiliens helfen Delfine den Fischern beim Fang der Tainha, der Meeresesche. Mit ihrem Verhalten zeigen sie den Männern und Frauen an, wo sich ein Schwarm dieses beliebten Speisefisches befindet. Das Phänomen hat längst auch die Forscher zu einer Studie angeregt, welche die Zusammenarbeit von Mensch und Delfin bestätigen. Vor allem in den Wintermonaten von April bis November sind vor der Küste Südbrasiliens große Schwärme der Tainhas anzutreffen, die sich auf dem Weg zu ihren Laichplätzen in den Flüssen befinden. Von den Fischern wird dies genutzt. Sie werfen von Land aus oder im Wasser stehend ihre Netze aus, um die Tainhas einzufangen. Dass dabei Delfine behilflich sind, ist allerdings weltweit eine Seltenheit, wie Ignacio Moreno vom Zoologischen Institut der Biowissenschaften der Universität Rio Grande do Sul konstatiert. Südamerika. Die im südamerikanischen Dschungel beheimatete Liane der Geister liefert ein psychoaktives Getränk, das bei schamanischen Ritualen häufig eine zentrale Rolle spielt, aber wird ihm schon lange eine besondere Heilkraft zugeschrieben. Der Gebrauch von Ayahuasca ist in den meisten europäischen Ländern illegal. In den VSA darf die Pflanze seit 2006 für rituelle Zwecke verwendet werden. Doch auch die westliche Welt entdeckt zögerlich die bemerkenswerten therapeutischen Eigenschaften des ungewöhnlichen Gewächses. Aktuelle wissenschaftliche Studien zeigen, dass Ayahuasca unter anderem bei Alkoholismus und Depressionen sehr effektiv wirkt. Kenia. An einem Montag im Dezember wurde ein Bus in Kenia von radikal-islamischen Terroristen überfallen, der auf dem Weg von der Hauptstadt Nairobi in die nördliche Provinz Mandera unterwegs war. In der Nähe der Grenze zu Somalia zwangen die Terroristen der Al-Shahab die Passagiere auszusteigen und wollten sie in Moslems und Christen aufteilen. Die Moslems weigerten sich und forderten die Terroristen auf, sie alle zusammen zu töten oder sie in Ruhe zu lassen.
wie Zeugen den Medien in Kenia berichteten. Die Terroristen waren verblüfft über diese Solidarität und als ein Lastwagen angefahren kam, flüchteten sie. Der Mut dieser Moslems hat ein Massaker an den Christen verhindert. Türkei. Dieses Jahr wird den Erwartungen nach ein gutes Jahr für Äpfel und Birnen, nachdem es in dem Vorjahr einen wesentlichen Rückgang der Erträge gab. Die Apfelproduktion soll rund 21% auf 2.540.000 Tonnen ansteigen. Die Birnenproduktion soll den Vorhersagen nach um 37% auf 395.000 Tonnen zunehmen. Sri Lanka. Sri Lanka hat im letzten Jahrhundert rund die Hälfte seiner Mangrovenwälder verloren. Jetzt startet die Regierung ein Rettungsprogramm für die noch intakten Mangrovenwälder. Dabei kommt den Frauen vor Ort eine besondere Aufgabe zu. Sie sollen auf die Mangrovenwälder aufpassen und erhalten dafür als Gegenleistung eine Ausbildung oder einen Mikrokredit für die eigene Karriere als Unternehmerinnen. China. Im Vergleich zur westlichen Medizin erscheint die traditionelle chinesische Medizin, also TCM, um einiges geheimnisvoller. Das chinesische Schriftzeichen für Medizin beinhaltet ein Radikal, das Kräuter bedeutet, denn Heilkräuter sind die grundlegenden Elemente der traditionellen chinesischen Pharmakologie. Wenn Sie eine traditionelle chinesische Apotheke betreten, sehen Sie hinter dem Verkaufstresen typischerweise sofort die hohen Wandschränke mit den vielen Schubfächern. Darin befinden sich verschiedene Arten von Kräutern, Mineralstoffen oder Arzneien tierischer Herkunft. All diese Stoffe können einem Patienten von seinem Arzt als Bestandteil eines Medikaments verschrieben werden. Der Apotheker wiegt die einzelnen Komponenten dann nach Rezept ab und verpackt sie in Papier. Russland. Seit bereits mehr als 20 Jahren veröffentlicht die Wohltätigkeitsstiftung Bilderbücher für blinde Kinder taktile Bücher und verschenkt sie an blinde und sehbehinderte Kinder in ganz Russland. Ziel ist es, den Kindern den Zugang zur Literatur zu ermöglichen. Besonders beliebt sind die Veröffentlichungen russischer und ausländischer Volksmärchen. Die Bücher sind in 3D und zum Teil vertont. Die als Blindenschrift bekannte Braille-Schrift kommt nicht zum Einsatz, denn auch Kinder mit Sehbeeinträchtigungen müssen das Lesen erst lernen und können das im Kleinkindalter meist noch nicht. Die von der Stiftung herausgegebenen Bücher enthalten vielmehr haptische Elemente und einen magischen Stift, ein Elektrogerät, das Mikrocodes in den Büchern abliest und die entsprechenden Musik- und Audiodateien dazu wiedergibt. Russland. Skifahren in Russland? Ja, das ist möglich und sogar sehr gut. Die Liftanlagen, Skipisten, Hotels und überhaupt die ganze Infrastruktur ist Weltniveau und von denen in Europa nicht zu unterscheiden. Der alpine Wintersport ist mittlerweile sehr beliebt geworden in Russland. Ukraine. Einschätzungen europäischer Händler zufolge schreitet die Walnussernte in der Ukraine bisher gut voran. Danach schätzen sowohl die Packbetriebe als auch Händler die Ware qualitativ und mengenmäßig als sehr gut ein. Kroatien. Kroatien hat ein ungewöhnliches soziales Experiment in Angriff genommen, um die Armut im Land zu lindern und den privaten Konsum anzufachen. Bis einschließlich Mai 2015 konnten 60.000 Kroaten die Streichung ihrer privaten Schulden beantragen, falls diese umgerechnet nicht 4.550 Euro übersteigen und das monatliche Einkommen höchstens 325 Euro erreichte. Anspruch darauf hatten nur jene Bürger, die keine Immobilien oder andere Vermögen besitzen und deren Bankkonto seit einem Jahr wegen der Schulden gesperrt ist. Portugal. Wo gibt's denn sowas? In Portugal hat die Notenbank entschieden, dass Anleihen im Wert von 2 Milliarden Euro von der neuen sauberen Novo Banco in die Bad Bank, die Banco Espirito Santo, umgebucht werden. Da diese Bad Bank aber nur noch der Schrottabwicklung dient, weiß jeder Anleiheninvestor, dass er stand gestern ins Klo gegriffen hat. Die Novo Banco hat damit 2 Milliarden Euro weniger Schulden zurückzuzahlen und die Anleiheninhaber bleiben wahrscheinlich auf ihren Forderungen sitzen. Das widerspricht dem bisher üblichen Prinzip, Gewinne privatisieren, Verluste verstaatlichen.
Wenn die Notenbank von Portugal selbst sagt, wird diese Umbuchung von Schulden weg von der Novo Banco rüber in die Bad Bank gemacht, damit nicht der portugiesische Steuerzahler dieses Loch stopfen muss. Passiert überall was mit den Finanzen, das finde ich schon außerordentlich gut. Deutschland. Sowohl das sechste als das siebente Gesetz stehen mit den anderen fünf Gesetzmäßigkeiten der germanischen Heilkunde in keiner Weise in Widerspruch oder Konkurrenz, sondern gliedern sich dem bisherigen Hamerschen Gedankengebäude perfekt an, vervollständigen dies und lassen die germanische Heilkunde zur souveränen, allumfassenden, universellen Ganzheitsmedizin bzw. zu einer wahrhaft heiligen, also ganz gleich oder ganz bloß vollständig, Kosmoversalheilkunde erwachsen, die in der gesamten Welt nun schnelle Verbreitung und Anerkennung finden kann. Dadurch ist nun endlich möglich, Heilungserfolge der sogenannten Komplementärmedizin im Rahmen und auf Basis der germanischen Heilkundegesetze erklärbar und verstehbar zu machen. Viele heilbegleitende und unterstützende Therapie- und Diagnoseverfahren können so unter dem übergeordneten Dach der germanischen Heilkunde ihr Zuhause und ihren gesetzmäßigen Platz im Heilgeschehen finden. Wohl wahr. Deutsches Volk. Deutsches Volk, finde deine Wurzeln wieder und weise die zurück, die dich von dir selbst entfremden. Deutsches Volk, erkenne deine Wurzeln und weise die zurück, welche sie dir abschneiden wollen. Deutsches Volk, erkenne dein Volk, erkenne deine Brüder und Schwestern, erkenne deine Kinder, deutsches Volk und die, welche dich von deinen Nächsten entfremden wollen. Deutsches Volk, erkenne die Wahrheit, erkenne dein eigenes Wesen und deinen Geist und den göttlichen Odem, aus dem du entsprangest. Erkenne deine Schönheit, deutsches Volk, erkenne deine Werke, die der Menschheit zum größten Geschenk wurden. Wenn du dies erkannt hast, deutsches Volk, dann wirst du die Dunkelheit verlassen, die dich 7 Jahrzehnte umgab. Dann wirst du wieder erstehen als Licht- und Hoffnungsträger für die Welt. Die gute Nachricht? Man nehme 12 Monate, putze sie ganz sauber von Bitterkeit, Geiz, Pedanterie und Angst und zerlege jeden Monat in 30 oder 31 Teile, sodass der Vorrat genau für ein Jahr reicht. Es wird ein jeder Tag einzeln angerichtet aus einem Teil Arbeit und 2 Teilen Frohsinn und Humor. Man füge 3 gehäufte Esslöffel Optimismus hinzu, einen Teelöffel Toleranz, ein Körnchen Ironie und eine Prise Takt. Dann wird das Ganze sehr reichlich mit Liebe übergossen, das fertige Gericht schmücke man mit einem Sträußchen kleiner Aufmerksamkeiten und serviere es täglich mit Heiterkeit. Das stammt von Katharina Elisabeth Goethe, die Mutter von Johann Wolfgang von Goethe, sie lebte 1731 bis 1808. Jetzt noch eine Botschaft. Ja, hört einfach zu. Ein Jahr geht zu Ende. Gerne hätte ich euch diese Nachrichten gern selber überbracht. Ich danke euch allen für eure Treue und euer Vertrauen. Durch euch ist der Honigmann-Blog das, was er ist, der größte deutschsprachige Blog, den es gibt. Danke dafür. Kommt alle gut ins neue Jahr, bald bin ich wieder an Deck. Das ist kein Versprechen, das ist eine Drohung. Allen Lesern und Kommentatoren ein gutes Hinübergleiten ins neue Jahr, euer völlig genesender Honigmann. An der Stelle viele liebe Grüße auch an ihn und ein schönes Hinübergleiten ins Jahr 2016. Schauen wir mal, was uns erwartet. Und jetzt kommt die zweite gute Nachricht. Danke. Am Ende eines guten, so vieles im Außen wie im Innen bewegenden Jahres möchte ich allen von ganzem Herzen Danke sagen für die vielen guten Wünsche, für eure Wertschätzung und das Vertrauen, eurem Herzen und der Liebe zu folgen und auf eurem Weg in ein Leben der Bewusstheit, des Friedens und der Liebe. Auf geht's in ein segenreiches neues Schöpferjahr. Wünsche für das neue Jahr. Für das neue Jahr wünsche ich dir oder euch die Erfüllung all eurer Herzenswünsche, Fülle im Innen wie im Außen und Frieden mit allen und allem. Für das neue Jahr wünsche ich euch, dass sich die Liebe zu euch selbst mehr und mehr vertieft, so sehr, dass ihr euch im Spiegel vor euch selbst in großer Achtung verneigen könnt. Für das neue Jahr wünsche ich euch, dass ihr in all
dass ihr in all deinen Arschengeln die wahren Engel erkennt und das Geschenk, das du von ihnen erhalten hast, dankbar annehmen kannst. Das reduziert die Arschengel der Zukunft erheblich. Für das neue Jahr wünsche ich dir oder wünsche ich euch, dass ihr alle alten Wunden heilen lassen könnt und erkennen könnt, dass ihr euch immer selbst verletzt habt. Vergebt euch dies liebevoll. Für das neue Jahr wünsche ich euch, dass ihr die Fenster der Gelegenheiten erkennt und öffnet, die uns der Himmel zu unserem Geschenk oder Glück schickt und du jeden Tag alle Geschenke des Lebens an dich liebend und dankbar annehmen kannst. Für das neue Jahr wünsche ich euch, dass euer Herz in euch der König ist bei allen Entscheidungen und der Verstand dein Diener. Möget ihr lernen, mit dem Herzen zu denken und mit dem Verstand zu fühlen. Für das neue Jahr wünsche ich euch die Demut, das in eurem Leben anzunehmen, was man nicht ändern, was du nicht oder wir nicht verändern können, und die Kraft, das zu verändern, was du verändern kannst, und die Weisheit, zwischen beiden zu unterscheiden. Für das neue Jahr wünsche ich euch, dass ihr euch nicht mehr in die Angelegenheiten anderer einmischt und euch und allen anderen so viel Leid erspart. Kümmert euch ausschließlich um eure Angelegenheit. Damit hast du oder habt ihr genug zu tun. Für das neue Jahr wünsche ich euch, dass ihr bewusster durch euer Leben geht, dass ihr euer Leben zu einer Meditation macht und ihr nie vergesst, dass die wahre Natur Geist ist. Für das neue Jahr wünsche ich euch, dass ihr das Leben feiert im Kleinen und im Großen, dass ihr in den Winzigkeiten am Wegesrand die Schönheit Gottes und die Fülle des Lebens erkennt und euer Herz von Dank erfüllt ist. Ja, auf diesem Wege wünsche ich allen einen wunderbaren Wechsel ins neue Jahr, der von Gesundheit, Schaffenskraft, neuen Erkenntnissen und Erfahrungen sowie ausreichenden Momenten des Glücks geprägt sein möge. Möge Licht alle eure Wege im Jahr 2016 begleiten, eine frische Brise vorankommen ermöglichen und Sturm euch nicht aus der Bahn werfen mag. Apropos Licht, jetzt um die Uhrzeit ist bei uns der Himmel ganz komisch gelb. Ich weiß nicht, ob man es im Hintergrund ein bisschen erkennen kann, aber sowas von komisch gelb, unnatürlich gelb. Aber was soll's, schauen wir mal, was sie mit uns noch so vorhaben im neuen Jahr. In diesem Sinne grüße ich alle recht herzlich wie immer, bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen, fürs Zuhören. Gleitet alle glücklich hinüber, seid morgen wieder munter und frisch, lasst euch nicht zu dummen Dingen hinreißen, gerade wenn Alkohol im Spiel ist, eine ganz wichtige Sache. Ja, somit verbleibe ich wie immer eure Conny vom Honigmann. Viele liebe Grüße und feiert heute schön. Alles Gute.